Sibirien im Winter. Baikalsee, die Perle Sibiriens. Auf dem Eis des Baikal. Herrschen hier Schnee und Frost. Dann friert der Baikal zu. Zeit für eine Reise über den See. Vom Ostufer des Baikal starten wir unsere Reise. Sie wird uns 14 Tage kreuz und quer über den zugefrorenen See führen, den ältesten und tiefsten der Erde. Und einen der größten, 700 Kilometer lang und fast 100 Kilometer breit. Das Eis ist jetzt im März bis zu einem Meter dick und an dieser Stelle mit einer leichten Schneeschicht bedeckt. Unsere Expedition besteht aus drei Wagen, einem umgebauten russischen Armeelastwagen für Gepäck, Proviant, Kameraausrüstung und technische Geräte. Dahinter zwei japanische Kleinbusse mit Allradantrieb. Alle drei Autos sind mit Spezialheizungen versehen, denn auch im März müssen wir noch mit Temperaturen von minus 30 Grad rechnen. Aus Sicherheitsgründen fährt der LKW stets voran. Ein festes Ziel haben wir nicht. Unser Kurs wird bestimmt von der Schönheit der Landschaft und der Wunderwelt des Eises.
mit Kameramann Maxim erste Schritte auf Spiegeleis. Das Wasser unter uns ist rund 1000 Meter tief. Die Geräusche macht der See. Tee wird vorbereitet, unsere erste Rast auf dem Eis. Bevor es weitergeht, bestehen unsere russischen Fahrer, die alle am Baikal geboren sind, auf einem alten Ritual. Ein paar Tropfen Wodka auf den See. Es soll ein Zeichen sein für unsere Verbundenheit mit der Natur und mit dem sibirischen Gott Burhan, der über den Baikal wacht. Mögen uns Burhan und der Vater Baikal, sagt Sergei, der den LKW fährt, festes Eis geben, günstige Winde und eine glückliche Heimkehr. Teilen wir mit ihm, was wir haben, auf eine glückliche Reise. Ins Eis gesteckte Tannen als Wegweiser. Auf dem Eis, 40 Kilometer vom Ufer, eine Gruppe Fischer. Sie haben eine Spalte ins Eis gehackt und bringen ein Schleppnetz in die Tiefe. Mit dieser Seilwinde wird das Netz unter dem Eis durchgezogen. Wenn es hakt, wird mit langen Stangen nachgeholfen. Selbst bei minus 40 Grad arbeiten die Fischer. Heute sind es nur minus 20, aber es weht ein eisiger Wind. Zwölf Stunden sind die Fischer täglich auf dem Eis und nur einmal gibt es eine Pause, 20 Minuten. Gegen die Kälte haben uns die Fischer als erstes gesagt, kannst du nichts machen. Du musst dich einfach daran gewöhnen. Wie wir es von den Alten gelernt haben, so fischen wir auch heute noch. Das heißt, wie lange fischt man schon so? Wahrscheinlich haben schon die ersten Menschen, die hier am Baikalsee gelebt haben, so gefischt wie wir heute.
Aber gibt es keine moderneren Methoden als so mit Pferden? Wir haben es versucht. Wir haben mechanische Geräte eingesetzt, Motorwinden und so weiter. Aber unter der Wasseroberfläche verändert sich andauernd alles. Die Struktur des Eises, es schwimmen Baumstämme herum. Und wenn sich da die Netze verhaken, merkt es die Mechanik nicht. Aber die Pferde spüren es. Die Pferde sind hier einfach besser. Hat sich in den letzten Jahren hier etwas für Sie verändert? Nein, wir leben wie immer. Und die Perestroika? Auch die hat nichts verändert. Uns hat die Perestroika nicht berührt. Wir Fischer sagen, wir haben sowieso nichts zu verlieren, außer unseren Kindern. Und die Jugend, will die hier bleiben? Wo soll sie denn hingehen? Arbeit gibt es doch sonst nirgendwo. Aber hier ernährt uns der See. Wir verdienen nicht viel, aber es reicht zum Leben. Am Abend wird das 500 Meter lange Netz aus dem Eis gezogen. Früher arbeiteten in der Fischereikolchose 80 Männer. Heute nennt sie sich Aktiengesellschaft und beschäftigt nur noch 40 Mann. Ihr Monatsverdienst 300 Mark. 3,5 Tonnen Speisefisch ziehen sie an diesem Tag aus dem Wasser. Lachse, Störe, Zander, Aale. Es war ein guter Tag, sagen die Fischer. Es ist spät geworden. Wir fahren vom Eis zurück Richtung Ufer. Am nächsten Morgen das Dorf der Fischer am Ostufer des Baikal. Außer den Fischern leben hier nur noch Jäger und ein paar Viehhirten. Die meisten von ihnen sind Buryaten, mongolische Ureinwohner, die Ufer des Baikal bevölkerten, Jahrtausende bevor die ersten Russen hier erschienen. Es ist Markttag. Aus der 200 Kilometer entfernten Hauptstadt Buryatiens, Ulan-Ude, sind Händler gekommen, die inzwischen auch das letzte Dorf am Baikal mit den Segnungen der modernen Konsumwelt versorgen. Die meisten Textilien stammen aus China und Vietnam. Doch für diese Rentnerinnen sind sie unerschwinglich. Das Kulturhaus ist seit der Perestroika geschlossen. Einige hundert Meter weiter im Dorf am Abend. Eine Hochzeitsgesellschaft auf dem Rückweg vom Standesamt. Die Braut ist Russin, der Bräutigam Buryate. Nach buryatischem Brauch gebührt dir als Mann der erste Bissen. Ein Hochzeitsgeschenk.
Hirsekörner. Das Haus besteht aus einem einzigen Raum von knapp 30 Quadratmetern. Mehr als 60 Gäste haben Platz genommen. Die Braut ist Verkäuferin, 18 Jahre alt, der Bräutigam Fischer 20. Den Wodka gibt's in den üblichen Gläsern. So viele Baumstümpfe, die Tiger zählt, so viele Söhne sollt ihr haben. Wir sitzen am Tisch mit den Dorfältesten. Und dann erklingt wie immer die bojatische Nationalhymne. Die Bojaten singen sie auf bojatisch, die Russen auf russisch. Und natürlich handelt sie von der Taiga, den Bergen und dem Baikalsee. Vor dem Haus kommen wir mit dem Bruder des Bräutigams ins Gespräch. Hochzeiten wie diese, sagt er, sind hier keine Seltenheit. Russen und Bojaten kommen ganz gut miteinander aus. Uns alle verbindet der Baikal. Allerdings, unsere Erde hier, die wollen wir mit niemandem teilen. Die gehört uns Sibiriern. Und der Baikal? Der Baikal gehört allen, den kann man nicht teilen. Aber die Erde hier ist unser Land und muss es bleiben. Es ziehen jetzt immer mehr Russen hierher. Früher gab es fast gar keine. Wir haben nichts gegen sie, aber sie sollen sich an unsere Regeln halten. Solange sie unsere Lebensart achten, sind sie willkommen. Weiter geht es durch die Taiga ins nächste Dorf. Forstarbeiter haben Eis vom Baikalsee gebracht. Einen Teil laden sie bei der ehemaligen Kolchosbäuerin Agninja ab, als Trinkwasservorrat für den Sommer. Agninja hat heute Geburtstag. Sie wird 61 Jahre. Gratulier mir, Junge. Lass dich küssen. Bevor es weitergeht, gratulieren auch wir Agninja. Dank euch, ihr Germanen. Das russische Volk ist ein kräftiges Volk. Die sibirischen Männer sind starke Männer. Und bei euch in Deutschland? Auch unsere Frauen sind so. Schönheiten, allesamt. Und der Baikal erst. Eine Perle, wie sie es auf der ganzen Welt nicht gibt.
Aber man muss ihn behüten. Tut man es? Ich weiß nicht. Ich glaube, Sie reden nur davon. Eine ganz persönliche Frage. Ist Ihr Leben in den letzten Jahren leichter geworden oder schwerer? Schwerer, Söhnchen. Meine Rente ist minimal. Den Dorfladen haben sie geschlossen, den Dorfclub abgebrannt. Wir leben hier wie die Steinzeitmenschen. Meine Tochter hat in der Goldmine gearbeitet, die haben sie auch zugemacht. So ist unser Leben. Am Ufer der Angara, der 75-jährige Juri Panov. Er stammt aus der Ukraine, doch seit 56 Jahren lebt er hier in Sibirien. Eigentlich ist Juri Panov Bildhauer. Doch als wir ihn in seiner Küche, die als Atelier dient, besuchen, malt er gerade ein Plakat. Bedächtig, als sei es ein Heiligenbild. Juri Andreitsch, was wird das? Das ist für unseren Dorfladen ein Reklameschild. Und lohnt sich das? Natürlich lohnt sich das. Von der Kunst kannst du doch nicht leben. Und wie war das beim Kommunismus? Beim Kommunismus, beim Sozialismus unserer Art, spielte eine riesige Rolle die politische Agitation. Mit Plakaten, mit Losungen. Wie bei euch unter Hitler. Nur bei uns waren es noch viel mehr. Und Sie haben auch solche Losungen gemalt? Das war unsere Hauptbeschäftigung. Bilder hat doch niemand gekauft. Aber beachtet hat die Losungen keiner. Ich habe mal ein Plakat gemalt, 5 Meter breit. Vorwärts zum Sieg des Leninismus. Und bei dem Wort Leninismus hatte ich ein N vergessen. N. 2 Jahre hing dieses Plakat im Dorf und niemand hat den Fehler bemerkt. Bis ein kleines Schulmädchen kam und sagte, da fehlt doch ein N. Niemand, keiner der Natschalniks, keiner der Kommunisten hatte es bemerkt. 2 Jahre lang. Das Haus, in dem Juri Panov lebt. An den Außenwänden Bilder und Skulpturen von ihm. Darunter auch die Figurengruppe, die er als die wichtigste Arbeit seines Lebens bezeichnet. Sie trägt den Titel »Den Opfern von Terror und Gewalt«. Unter Stalin saß Juri Panov 10 Jahre im Lager. Als 19-jähriger Soldat hatte er Skizzen vom Alltagsleben in seiner Kaserne gezeichnet. Das galt als Verleumdung der Roten Armee. Im Moskauer KGB-Archiv hat er unlängst die Zeichnungen wiedergefunden, für die er 10 Jahre nach Sibirien ins Lager musste. Im Lager hat mir die Tatsache, dass ich zeichnen konnte, das Leben gerettet. Wer mit der Axt arbeiten musste, mit der Brechstange, die sind alle umgekommen. Am Leben geblieben sind im Lager die, die mit dem Bleistift gearbeitet haben.
Buchhalter, Ingenieure oder Künstler wie ich, die Losungen gemalt haben. Alle anderen kamen schnell unter die Erde. Nach ihrer Freilassung hätten sie doch in die Ukraine zurückkehren können. Warum sind sie denn auch hier geblieben? Ich bin ja hingefahren, aber dort ist alles ganz anders. Hier in Sibirien fragt dich keiner, hast du gesessen, warst du im Lager, im Gefängnis? Aber dort heißt es sofort, aha, ein Verbannter, ein ehemaliger Feind des Volkes. Keine Arbeit hast du bekommen, nicht einmal im Dorfclub. Aber hier in Sibirien stammen alle irgendwo von Verbannten oder Sträflingen ab. Hier fragt man nur, was kannst du? Aber niemand fragt, was liegt hinter dir? Und was bedeutet für Sie der Baikal? Zunächst einmal wenig Menschen, wilde, unberührte Natur. Es gibt nur wenige Touristen, auch ein paar Deutsche, aber das zählt kaum. Hier gibt es keine Zivilisation, aber Freiheit, völlige Freiheit. Wir sind wieder auf dem Baikal, auf dem Eis. Eine überfrorene Spalte. Wir haben Glück gehabt. Doch an der nächsten Spalte ist die Fahrt vorläufig zu Ende. Das Eis ist gerissen, alles morsch. Genia, unser wissenschaftlicher Begleiter, erklärt, das Eis arbeitet ständig. Bei jeder Temperaturschwankung verändert es sich. Es entstehen Risse, Spalten, Eisbarrieren. Wir werden es mit Bohlen versuchen. Vielleicht klappt es. Wenn der erste Wagen rüberkommt, schaffen es auch die anderen. Und zu Valordia, der einen der Busse fährt, sagt er, hab keine Angst, das Eis wird schon halten. Und wenn nicht, fragt Valordia, dann werden wir sehen. Wie immer versucht es der LKW als erster.
10 Kilometer weiter, das Eis hat sich schon wieder verändert. Wir treffen eine Gruppe von Tauchern. Den Franzosen Didier Noirot, einst Chefkameramann bei Jacques Cousteau, und zwei seiner russischen Taucherfreunde. Nirgendwo sonst auf der Welt, hat uns Didier Noirot gesagt, gibt es so klares Wasser, so durchsichtiges Eis, ist das Tauchen unter dem Eis so faszinierend wie hier im Baikalsee. André ist am Baikal geboren und aufgewachsen. Auch für ihn ist dieser See ein Wunder der Natur. Aber nicht nur das. Mit dem Baikal treibt man keine Scherze. Er ist ein heiliges Wesen. Wenn du in eine Kirche gehst, tust du es ja auch mit Ernst. Der Baikal ist für sie eine Art Kirche? Ja. Können Sie das ein wenig erklären? Wie jede Kirche hat auch der Baikal sein eigenes Gesetz, seine eigene Tradition. Du musst ihm mit Achtung begegnen, mit Ehrfurcht. Solange du dies tust, wird es dir gut gehen. Je weiter wir nach Norden fahren, desto dichter wird das Packeis. Transsibirische Eisenbahn, die Baikal-Amur-Magistrale am Nordzipfel des Sees. Für sie wurde dieser Bahnhof gebaut und die Stadt Severobaikalsk. Doch nun ist die Bahn fertig und viele ihrer Erbauer sind arbeitslos. Die Stadt ist pleite.
Tausende von denen, die einst als Helden des sozialistischen Eisenbahnbaus am Baikal gefeiert wurden, leben heute noch immer in denselben Hütten wie vor 20 Jahren, als der Bahnbau begann. Auch dieses Ehepaar, das vor 20 Jahren aus Petersburg kam, voller Hoffnung und Idealismus. Was haben Sie uns nicht alles versprochen, materiell und ideell? Unsere Wohnung haben wir in Petersburg aufgegeben, unsere Arbeit, unsere Freunde. Als wir herkamen, gab es hier nur Wald. Hier haben wir unsere Hütten hingestellt, einfach so zwischen die Bäume. Und so leben wir bis heute. Ich gehe jeden Tag auf die Arbeitslosenbörse. Jede Arbeit würde ich annehmen, auch als Putzfrau. Aber es gibt keine, auch nicht für meinen Mann, außer Gelegenheitsarbeit. Und wie empfinden Sie dies nach all diesen Jahren, nach all dem, was Sie aufgegeben haben? Es ist beschämend. Wir fühlen uns hier wie Geiseln. Wir können auch nicht wegfahren. Als Sie mich entlassen haben, wollten Sie mir ein Eisenbahnticket geben. Aber ich habe gesagt, wohin denn? Woanders gibt es doch auch keine Arbeit. Der Staat hat uns vergessen. Wir sind überflüssige Menschen. Niemand braucht uns. Ich weiß nicht. Und welche Rolle spielt für Sie der Baikalsee? Der Baikal, ich glaube, selbst wenn wir weg könnten, würde er uns nicht loslassen. Wieso? Er hat offenbar etwas Magnetisches. Schauen Sie sich doch um, wie schön es ist. Im Winter dieser Schnee, die Menschen, die Fische fangen, die Natur, diese Wildheit. Er hat einfach unser Herz gefangen. Letztes Mal fahren wir auf das Eis. Zu Hobbyfischern, die am Wochenende hier ihre Zelte aufschlagen. Nach meinem Studium bin ich aus der Ukraine hierher gekommen und habe sofort beschlossen, hier bleibe ich. Ich bin dem Baikal verfallen. Was ist das Besondere am Baikal? Ich bin sehr viel gereist, in Russland und außerhalb Russlands. Aber der Baikal ist einzigartig. Er nimmt den Stress und gibt dir neue Kraft. Einen solchen Ort gibt es nicht nochmal auf der Welt. Thank you.
Sibirier nennen den Baikal Heiliges Meer. Warum? Das wird sichtbar, wenn im Frühjahr das Eis zu schmelzen beginnt. Doch das ist schon der nächste Film, der zweite Teil der Ballade vom Baikalsee.